Ja, guten Morgen miteinander. Sie hat das schon gut gesagt, Viola Hamherd. Ja, nicht Neujahrsanspruch, aber Anspruch zum 1. August. Wir können dankbar sein, dass wir in einem sicheren Land leben. So viel zu dem auch, was du, Walter, gesagt hast. Ja, mir geht es auch so. Wir beschäftigen allerhand so, was läuft. Nicht nur in dieser Welt, sondern manchmal auch in meinem ganz persönlichen Umfeld. Ich weiß nicht, wie das euch geht und was es bei euch so ist. Wenn ich jetzt euch würde fragen, was ist denn das, was euch so beschäftigt? Wenn ihr am Morgen aufsteht und in die Welt rausgeht oder in eurem persönlichen Umfeld, was sind so die Themen? Ich weiß nicht, ob ihr wollt, schnell links und rechts, die möchten, sagen, ja, das sind so meine zwei, drei Themen, die mich beschäftigen. Und ich sage euch dann nachher, was mich so beschäftigt. Ja gut, also, wahrscheinlich könnte ich jetzt wieder still verschwinden und ihr hättet noch viel zum Austauschen. Ja, wir beschäftigen natürlich auch die Konflikte im Nahen Osten oder in der Ukraine oder jetzt auch gerade im Sudan, wo eine ganz schlimme Situation ist. Mich beschäftigen auch die Wahlen in den USA. Oder das Klima. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass wir am 1. August den Erdüberlastungstag hatten. Also wir leben von jetzt an und eigentlich schon länger, wir sowieso da über unsere Verhältnisse. Es braucht in diesem Planeten 1,7 Mal, damit das gut kommt in Zukunft. 1,7 Mal. Und dann, als Teil von dieser Gemeinde, beschäftigt mich natürlich auch die Frage, was mit dem Gebäude da mal passiert. Das ist etwas, was jetzt quasi einfach uns als die zu dieser Gemeinde gehören, natürlich ein Thema ist. Denn so in meinem Umfeld ist manchmal auch unter Christen so das Thema LGBTQ. Wisst ihr, was das ist? Das ist kein Computer, sondern das ist so eine Abkürzung für verschiedene Überzeugungen bezüglich Geschlechtsidentität, Mann, Frau oder eben was dazwischen ist. Lebensformen, die nicht den heterosexuellen Normen entsprechen. Und das löst Diskussionen aus, natürlich, gesellschaftlich, aber auch unter Glaubenden. Dann beschäftigen mich Gesundheitszustände oder eben nicht Gesundheitszustände in meinem persönlichen Umfeld, da und dort von Menschen, die wirklich ernsthaft krank sind. Und mir ist bewusst geworden, dass die Themen, ja, die nehmen Raum ein, auch in meinem Leben, in meinem Denken immer wieder. Und manchmal verliere ich in der Auseinandersetzung mit all diesen Themen ein bisschen den Blick auf das Entscheidende, auf das, was wenigstens für mich als Christ etwas absolut Entscheidendes ist. Und das ist das Evangelium. Ich verliere dann manchmal den Blick auf das, was das Wichtigste ist in meinem Leben, das Zentrum, weil ich es dann nicht mehr so klar vor Augen habe. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich schon darf predigen, heute bei euch, dann möchte ich mir das wieder in Erinnerung rufen und ich möchte es euch auch in Erinnerung rufen. Was denn ab all dem, was uns da so beschäftigt, das Entscheidende ist am Evangelium. Und ja, ich sage dann nachher auch noch mal etwas zu zwei, drei von diesen Themen, wo ich vorher selber etwas dazu gesagt habe. Aber zuerst das Evangelium. Der Paulus beschreibt eine Kurzfassung vom Evangelium, jetzt muss ich schauen, ob ich es richtig drücke, ja, in Römer 1. Und das ist mein Leittext heute Morgen. Römer 1, Vers 16 bis 17. Das ist eine Kurzfassung vom Evangelium. Einige, die schon mal zu mir haben dürfen in den Unterricht kommen, die haben das müssen auswendig lernen. Ich schlage vor, wir lesen es gemeinsam.
Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam Römer 1, 16 bis 17 lesen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Eine Kraft, das ist es, zur Rettung für jeden, der glaubt. Für Juden zuerst und auch für die Griechen. Gottes Gerechtigkeit nämlich wird in ihm offenbart. Aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der aus Glauben Gerechte wird leben. Der aus Glauben Gerechte aber wird leben. Da haben wir's. Das ist das Zentrum. Das ist das Wichtigste. Es ist wichtiger als alles andere, was uns auch noch beschäftigt. Und was auch wichtig ist. Ich gebe kurz eine Einbettung, wohin gehören die zwei Sätze beim Paulus. Sie gehören am Anfang von einem Brief an eine Gemeinde, die er selber noch nicht kennt persönlich. Er war noch nie in Rom, wo er das schreibt. Aber er will nach Rom. Das heisst, eigentlich will er nicht nach Rom, er will auf Spanien. Nicht in die Ferien, sondern er möchte in Spanien das Evangelium verkünden. Warum? Der Paulus möchte das Evangelium noch einmal verkünden, was noch niemand gemacht hat. Und in Spanien war noch niemand. So, und jetzt will er also zuerst nach Rom und er will nicht ganz ohne Absicht nach Rom, nämlich er möchte gerne Unterstützung haben von dieser Gemeinde, materiell. Er würde sich wohl auch wünschen, dass ihn Leute begleiten. Er möchte, dass Leute für ihn beten, wenn er dann weiter auf Spanien zieht. Er sucht also Unterstützung. So, und damit die wissen, wer da kommt und damit die wissen, ob sie den unterstützen wollen, muss er eigentlich zuerst mal sagen, für was er steht. Also er muss zuerst mal so einen Freundesbrief rauslassen und sagen, schaut, das habe ich vor, sind ihr bereit, das zu unterstützen? Und so erklärt er im Grunde genommen, wie er das Evangelium versteht und was er nicht nur in Rom mit ihnen möchte teilen, sondern dann eben auch in Spanien. Und er lässt eben schon früh die Katze aus dem Sack, indem er schon im ersten Kapitel genau das da sagt, was da steht, dass eben das Evangelium eine Kraft von Gott ist, wo rettet alle, wo die rettet, die glauben, ob sie jetzt Juden sind oder Schweizer oder Osteuropäer, wie auch immer, alle, für alle die ist das da. Und da drin zeigt sich Gottes Gerechtigkeit und sein Wille, uns zu retten. Ich habe versucht, das in eine allgemein verständlichere vielleicht Sprache zu übersetzen. Also biblische Sprache, bei so Neuübersetzungen ist immer ja manchmal ein bisschen holprig. Ich habe es mal versucht, ganz frei zu übertragen, ohne den Inhalt zu verfälschen. Und da tönt es so für mich. Es ist mir überhaupt nicht peinlich, über das Evangelium zu sprechen. Denn es hat die unbezwingbare Kraft, das Leben all deren in Ordnung zu bringen, die sich dafür öffnen und sich ihm anvertrauen. Egal, woher sie kommen. Denn im Evangelium von Jesus Christus zeigt Gott uns sein wahres Gesicht. Er liebt und beschenkt jeden, der sich ihm anvertraut. Und darauf können wir uns verlassen. Denn schon im Alten Testament steht das ja. Wer von Gott beschenkt und zurechtgebracht wird, der hat das beste Leben. Denn er verlässt sich darauf, dass Gott es gut mit ihm meint. So verstehe ich den Paulus, dass er das sagen will. Und ich weiß jetzt nicht, welche Ziele dass du sagen willst. Oh, die ist jetzt gerade ein bisschen für mich. Die gefällt mir. Nimm dir doch so eine Ziele. Einfach so als kleines, schon mal etwas zum Mitnehmen. Also, das ist der Kern von unserem Glauben, wenn wir uns Christen nennen. Um da geht es am allermeisten. Das steht im Zentrum. Und ich möchte daraus drei kleine Aspekte rausnehmen. Wir können verschiedene andere nehmen. Ich nehme drei, sind meine drei. Wir können dann auch sagen, es ist so drei Aspekte. Oder ich sage manchmal unseren Studierenden auch, da ist das Praline. Also so in diesem längeren Text, schau jetzt, in diesem Punkt oder an diesem Punkt ist das Praline. Ich habe mir schon überlegt, ob ich Praline mitbringen soll, aber ich denke, ja, das gibt ein Geschmier, wir lassen es sein. Also es sind verbale Praline. Und das erste Praline, wo der Text uns gibt, ist, und das gilt jetzt ganz persönlich für dich, Gott ist einer, der nach dir sucht. Gott ist einer, der dich sucht, der nach dir sucht. Warum? Weil er dich beschenken möchte.
Manchmal meine ich ja Leute, er sucht mich, weil er mich zur Rede stellen will. Ja, dann denkst du vielleicht an deinen Vater oder an deine Mutter, wo das etwa einmal der Fall war und wahrscheinlich auch nötig. Aber nein, Gott will dich beschenken. Er ist der, der dich zurechtbringen will. Mich auch. Er ist der, der Heil bringen in dein Unheil. Er ist der, der Zuversicht bringen in deine Traurigkeit. Wir können mit dem Leitsatz das Wort Gerechtigkeit beschreiben. Ich weiss, das ist jetzt ein bisschen theoretisch. Ich hoffe, ich verliere euch nicht dabei. Gerechtigkeit, wenn es Gottes Gerechtigkeit ist, hat nichts zu tun mit Fairness. Es geht auch nicht darum, dass Gott gerecht wäre. Gottes Gerechtigkeit ist seine Bereitschaft, Menschen nachzugehen und zu beschenken. Ist also seine Ausrichtung auf Menschen, weil er es gut mit ihnen meint. Da wird Gott sich selber gerecht, weil er so ist. Weil er gar nicht anders kann. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Also, Gottes Gerechtigkeit heisst, er hat gute Absichten. Für dich, für mich. Und er zeigt dir auch. Und etwas von dem sehe ich in diesen Vers von Paulus hier im Römerbrief. Zweites Praline. Die Gerechtigkeit von Gott oder Gott selber zeigt sich nicht abstrakt, sondern in einer Person. Und das ist Jesus. Jesus ist die Person, wo man es sieht. Das Evangelium ist nicht eine Sache, das Evangelium ist eine Person. Ich glaube, das ist wichtig, wenn man sich das merkt, wenn wir vom Glauben oder vom Evangelium, von dieser guten Nachricht reden. Da reden wir nicht von 15 Leitsätzen mit 300 Unterkapiteln, sondern wir reden von einer Person. Und die Person ist Jesus Christus. Er ist die gute Nachricht, er ist das Evangelium. Er verkörpert das. Das heisst, wenn du möchtest Gott sehen, dann schau auf Jesus. Und darum ist das gar kein schlechter Tipp, wenn man sich einmal pro Tag oder zwei, dreimal pro Woche einen Text nimmt aus der Bibel, aus den Evangelien, wo die Jesus-Geschichten erzählen. Weil da siehst du im Grunde genommen Gott auf frischer Tat. So ist er. Er möchte zeigen, wie er ist durch seinen Jesus. Jesus ist ein verlängerter Arm von Gott auf dieser Welt. Vor vielen Jahren haben Karin und ich eine Fernsehserie, also es war eine DVD, entdeckt und die habe ich gerade alle gekauft. «The Unit» hat das geheissen. Und die hat mir so den Ärmel reingezogen, dass ich manchmal am Mittag schnell heim gewesen und gesagt habe, komm, es reicht noch für eine Unit, für eine Episode von dieser Sendung bzw. von dieser Serie. Und was ist dort gegangen? Es ist amerikanisch und natürlich mit allem, was zu den amerikanischen Filmen dazugehört. Aber das Hauptthema ist, dass da eine Spezialeinheit, Special Forces, im Auftrag von der amerikanischen Regierung auf der ganzen Welt schwierigste Probleme lösen. Sie gehen Geiseln befreien, sie hindern schlimmste Terroristen vor irgendwelchen Anschlägen und sie gehen undercover. Und der Clou bei dieser Geschichte ist, erstens, sie ist säumässig spannend. Man kommt fast nicht los davon, also ich würde es nicht empfehlen, sonst bringt man euch nicht mehr von den Kisten weg. Aber der Punkt ist ja der, wenn die paar Männer und Frauen irgendwo auftauchen auf der Welt, dann tauchen nicht primär die Männer und Frauen dort auf, sondern die amerikanische Regierung. Und Jesus ist eigentlich das Gleiche im Blick auf Gott. Er ist der verlängerte Arm, er ist die Special Force of Heaven, könnte man fast sagen, die himmlisch verlängerte Arm. Er tut auf dieser Erde das, was letztlich Gott will, dass es auf dieser Erde passiert. Also, der Jesus, es ist eine Person. Drittes Praline ist, als Christ leben heisst eigentlich nichts anderes, dass du und ich, dass wir uns die Liebe von Gott immer wieder gefallen, jeden Tag neu. Also, Glaube heisst in erster Linie Vertrauen oder sich jemandem anvertrauen. Das meint Glauben. Also Glauben ist nicht so sehr, ich glaube an eine bestimmte Sache, dass sie wahr ist, dass die Bibel wahr ist. Ja, das glaube ich auch, aber das ist gar nicht das Zentrum des Glaubens. Glauben im Sinn des Evangeliums heisst, ich vertraue. Und ich vertraue in eine Person. Der Martin Buber, ein jüdischer Religionsphilosoph, der hat zu seiner Zeit, also vor 50, 60 Jahren, den Christen gegenüber, oder denen, die er kennt, hat den Vorwurf gemacht. Er hat gesagt, die Christen, die haben ein Das-Glauben. Sie glauben, dass Jesus gelebt hat. Sie glauben, dass es Gott gibt. Wir Juden, sagt er dann, wir vertrauen. Wir vertrauen immer noch Gott, der uns in dieser Geschichte, die immer schwierig ist für uns,
immer treu geblieben ist, uns geführt hat und uns ans Ziel bringt, wie er das schon immer gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob er recht hat mit dem, was er über Christen sagt, über gewisse vielleicht schon, aber er hat recht, wenn er sagt, es geht um Vertrauen. Es geht darum, dem Jesus zu vertrauen, mitten in meinen Lebensumständen, mitten in deinen Themen, die dich beschäftigen, zu vertrauen, dass Gott mit dir durch das durchgeht. Es geht um eine Beziehung. Glauben bedeutet nicht, eine Meinung zu haben. Glauben und eine Meinung zu haben, ist nicht das Gleiche. Es geht darum, jemandem zu vertrauen. So, okay, das sind meine drei Pralinen. Es gäbe noch mehr. Und es sind für mich die drei Pralinen eben aus dem Römerbrief. Zu dieser Stelle. Jetzt möchte ich persönlich werden. Und ich möchte dich fragen, wenn du das hörst, oder wenn du die Worte lesest hier in Römer 1, was löst das bei dir aus? Was löst der Gedanke als Evangelium, so wie du kennst und verstehst, oder das, was du jetzt gehört hast, wenn du nicht so sehr vertraut bist damit, was löst das aus bei dir? Und für das habe ich euch eine Möglichkeit gegeben, das auszudrücken. Ich habe nämlich einen Zettel auf dem Platz gefunden und ihr solltet auch einen Schreibe finden, irgendwo in Reichweite. Ich hoffe, auch ihr da oben findet so etwas. Bitte schreibt noch nichts auf. Ich muss zwei, drei Sachen vorausschicken. Erstens, die wollen, können das nachher zeigen, aber ihr müsst das nicht. Aber etwas anderes ist wichtig. Nochmal, also, wenn du möchtest in einem Wort beschreiben, was das Evangelium bei dir auslöst, was wäre im Moment das treffende Wort für das? Es geht um das Wort. Und wichtig ist, bevor ihr schreibt, die Antwort ist ganz persönlich. Es gibt nicht richtig oder falsch jetzt. Es ist deine Antwort. Und wenn du jetzt zum Beispiel in deiner Gottesbeziehung gerade ein bisschen durcheinander bist oder irritiert bist oder Zweifel hast, dann schreib nicht irgendetwas, was nicht stimmt, sondern dann ist dein Wort vielleicht Zweifel oder Fragen. Ich habe Fragen. Ich weiß im Moment nicht so recht, wie ich das einordnen soll, was das Evangelium da ist. Dann schreib so etwas hin. Andere schreiben vielleicht ein Geschenk oder Lebenssinn oder Ferien. Ich weiß zwar nicht, wie das passt, aber vielleicht passt das ja für jemanden. Also, es ist ganz persönlich, so ehrlich wie möglich und es darf nicht mehr sein als ein Wort. Wehe, es schreibt etwa zwei. Nur ein Wort. Ich schreibe auch eins auf. Okay, habt ihr euch ein Wort? So, und die wollen, die können das jetzt zeigen. Entweder aufheben oder links und rechts und vorne und hinten. Ich zeige da meins auch. Ich sehe da Freude bei Marco. Bei mir steht Dankbarkeit. Viel mehr kann ich. Hoffnung sehe ich da bei jemandem. Trost sehe ich bei jemandem. Treue gesehen bei jemandem, Frieden gesehen bei jemandem. Ah, ist das herrlich. Und dort steht Hoffnung nochmal. Ja, genau. Ja, schön. Ist jetzt da noch bei jemandem ein Wort, das jetzt nicht genannt worden ist? Dürfen Sie auch laut sagen? Geborgenheit. Geborgenheit und was noch? Glaube. Liebe. Liebe. Oh, jetzt ist gerade. Verantwortung. Ja, schön. Leben. Alles? Tja, wir haben also mit Römer 1, 16 bis 17
eine ganz simple Definition vom Evangelium gehabt. Und was wir jetzt hier sehen, ist, was für unglaubliche Auswirkungen das hat im Leben von Menschen. Also wie unterschiedlich die Auswirkungen sind, die das jetzt hat, bei uns, wo wir uns dem Evangelium aussetzen. Also, wir sehen etwas von dieser Kraft, die das Evangelium hat, die der Paulus hier benennt. Es ist eine Kraft. Und es löst in seiner Kraft all das aus, was jetzt du hier aufgeschrieben hast. Oder was wir miteinander aufgeschrieben haben. Also das Evangelium ist ganz einfach, aber es ist nie banal. Es wirkt so viel Verschiedenes in unserem Leben. Und genau das will es auch. Es macht uns nicht alle, es schaltet uns nicht gleich. Es wirkt auf ganz unterschiedliche Art und Weise. So, vielen Dank fürs Mitmachen. Da sehen wir etwas von den Auswirkungen von dem Evangelium, eben von der Kraft von dem Evangelium. Okay, also, das ist das Zentrum, das ist das Praline und so wirkt es aus bei dir und bei mir. Und jetzt ist hier die spannende Frage, ja, und wie wirkt es denn auch noch aus im Blick auf meinen Blick auf das, was in dieser Welt passiert? Wie wirkt sich das Evangelium aus im Blick auf meinen Umgang mit den Themen, die uns beschäftigen? Ganz persönlich, privat oder eben vielleicht in dieser Gesellschaft, in dieser Welt. Und ich glaube, dass das Evangelium, wenn wir es immer wieder neu vor Augen haben, uns hilft, die richtige Perspektive zu finden. Und ich möchte einen Versuch machen, das anhand von 3 Themen einen Versuch zu zeigen. Erstens das Thema Krieg. Zweitens das Thema Minobau. Einfach, dass sie nicht einschlafen. Und das Dritte das Thema LGBTQ. Jetzt bin ich aber gespannt, denken ein paar Leute. Ja, ich auch. Also, die Aufgabe ist die, die ich mir gestellt habe. Wenn das Evangelium das Zentrum ist, so, wie ich es versucht habe, kurz zu beschreiben, wie es der Paulus beschreibt. Wie sollen wir denn über diese Themen denken? Wie sollen wir darauf reagieren? Und jetzt muss ich schon vorausschicken, mein Versuch ist unvollkommen. Mein Versuch braucht Korrektur, braucht Ergänzung. Und ich probiere es trotzdem. Es ist quasi Thomas Harry-Version. Und ich sage nicht, es muss deine Version sein. Aber vielleicht gibt es dir einen Anhaltspunkt, wie du zu deiner Antwort kommst im Blick auf die Frage, wie das Evangelium dir hilft, auf eins von diesen Themen zu schauen. Oder auf andere Themen. Okay? Schnallt euch an. Wenn das Evangelium von der Zuwendung von Gott und vom Vertrauen auf ihn im Zentrum steht vom Glauben, wie soll ich denn über Krieg denken? Und das Erste, was mir, ich habe gesagt, das ist meine persönliche jetzt Version, die ich euch zumute. Das Erste ist, was mir auffällt, ist, was für eine Diskrepanz besteht zwischen dem Thema Krieg und Evangelium. Dort, wo Krieg ist, dort werden Länder, Gegenden zerstört. Dort werden Menschen umgebracht. Dort entsteht unendliches Leid. Das Evangelium bewirkt genau das Gegenteil. Wenn es wirklich das Evangelium ist. Es schafft Leben, es wirkt gut, es erneuert, es baut auf, es zerstört nicht. Es ist ein enormer Kontrast. Es gibt vielleicht gar keinen größeren Kontrast zwischen dem Evangelium von Jesus und dem Stichwort Krieg. Sie wirken genau in die gegenseitige Richtung. Das Zweite kommt mir in den Sinn, wenn ich an Krieg denke und an das Evangelium. Ich denke, ja, es braucht Waffenruhe. Unbedingt Waffenruhe. Es braucht Frieden und alle nur möglichen Bemühungen, die in diese Richtung führen. Und gleichzeitig ist mir bewusst, dass eine Waffenruhe immer nur ein erster Schritt ist. Dass es mag äußerlich die Sache beruhigen, aber dass innerlich die Menschen, der Krieg in den Menschen innen, der geht in der Regel weiter. Die Waffen können schweigen. In den Herzen der Menschen ist jetzt erst recht Hass nach dieser Geschichte, ist erst recht Traumatisierung, ist erst recht das Bedürfnis nach Rache vorhanden. Und das kommt erst zur Ruhe,
Wenn ein Mensch im Evangelium begegnet und in sich selber einen Frieden findet, der hoffentlich auch schon ein Stück Frieden in sein Herz bringt, der auch Waffenruhe in seine Existenz hineinbringt. Denn das ist manchmal das Anspruchsvollere, noch fast, als eine äußere Waffenruhe, die an sich auch schon enorm anspruchsvoll ist. Und darum bete ich jeden Tag für Frieden. Ich bete für Waffenruhe bei all diesen Brandherden. Ja, jawohl, das mache ich. Und ich bete aber, und ganz besonders, für Christinnen und Christen in diesen Ländern. Für Gemeinden. Ich bete für die, dass jeder Mensch um sich herum könnt helfen, die innere Waffenruhe zu finden. Und es gibt vielleicht sogar das Wunder von einer inneren Waffenruhe, wo sie äußerlich noch nicht da ist. Und darum bete ich, dass Christen in ihrem Umfeld können genau auf das hinweisen, auf die Kraft vom Evangelium, wo rettet dem, der glaubt, in so einer Situation. LGBTQ. Ah, ich kann nicht noch eine andere Reihe folgen. Okay, nehmen wir halt das zuerst. Also es geht um verschiedene Vorstellungen von Heterosexualität, nicht Heterosexualität, verschiedene Geschlechtsidentitäten, verschiedene Lebensformen. Das ist ein Überbegriff über bunte Lebensentwürfe. Und dieses Thema oder das Thema hat das Potenzial, unsere Gesellschaft zu spalten. Es hat das Potenzial, Kirchen zu spalten. Warum ist das so? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass vieles von dem relativ neue Phänomene sind. Ich sage relativ. Und neue Phänomene, die lösen eine Unsicherheit aus. In der Gesellschaft ist immer so und sicher auch bei uns Christen. Und dann kommt dazu, dass wir, auch vor allem Christen, denke ich, sehr oft viel mehr über die Themen reden und über die Menschen als mit diesen Menschen. Und was würde es denn helfen, wenn jetzt das Evangelium das Zentrum ist von unserem Leben, wenn das uns erfüllt wie nichts anderes, wie sollen wir denn im Blick auf das denken? Ich denke, zwei Sachen könnten uns helfen. Erstens, es sollte für uns als Menschen vom Evangelium selbstverständlich sein, uns für die Menschen zu interessieren. Auch für die Menschen, für alle Menschen übrigens, aber eben auch für die Menschen. Also, das heisst, als Menschen vom Evangelium sollte es selbstverständlich sein, dass wir versuchen, sie zu verstehen. Was sie bewegt, was ihre Geschichte ist. Und ja, vielleicht leben sie in unserer Mitte und wir haben es noch gar nicht gemerkt. Es wäre eine gute Möglichkeit, genau dort anzufangen. Da hast du mal jemanden, der es betrifft und jetzt red mit ihm. Versuch zu verstehen, seine Geschichte, lehre ihn kennen. Und dann ein zweites. Also wenn das Evangelium darin besteht, dass Gott zu uns kommt, weil er sich für uns interessiert, dann können wir als Menschen, die das Evangelium in uns haben, ja gar nichts anderes tun, als auch zu Menschen gehen und uns für sie interessieren, ob sie CEO sind oder non-binär oder quer oder Bünzlis oder du und ich irgendwo dazwischen. Es ist ja immer das Gleiche. Das Evangelium geht auf Menschen zu und interessiert sich für sie. Und es schließt keinen aus. Bei dieser Bewegung, die Gott auf uns Menschen zu hat. Ein zweites könnte uns helfen, neben dem Zuhören und Kennenlernen, möchte ich persönlich mit so Menschen ins Gespräch kommen. Ich möchte ins Gespräch kommen mit diesen Menschen. Und zwar nicht so sehr und nicht primär über Pro und Contra von verschiedenen Lebensentwürfen, sondern ich möchte eigentlich mit ihnen über das Evangelium reden. Und über den Gott, der uns beschenken und erneuern möchte. Nicht, weil ich das Gefühl habe, du hast es besonders nötig, sondern weil ich es nötig habe, weil es meine Erfahrung ist, weil es wir alle nötig haben. Also ich möchte mit Menschen über den Gott reden, der zu uns kommt, dort, wo wir sind, und uns dort abholt. Gott hat keine Findbilder, wenn er Menschen sieht. Er möchte für jedes Gleiche nämlich ihm zeigen, ihn beschenken, um sein Vertrauen werben. Und über alles andere können wir dann auch noch reden. Und ich denke, man muss auch darüber reden. Aber lass uns zuerst über das reden. Und schauen, ob wir das gemeinsam verstehen. Der Minobon. Wenn das Evangelium von der Zuwendung von Gott und vom Vertrauen auf ihn im Zentrum des Glaubens steht, wie soll ich denn über einen Minobau denken? Ich sage, wie soll ich, nicht wie sollst du.
Tatsache ist, auch das Thema wird uns beschäftigen. Weiterhin beschäftigt uns ja schon das Zeitchen, oder? Also, es wird uns beschäftigen und es wird sicher auch unterschiedliche Meinungen geben dazu. Aber, und jetzt glaube ich, kommt das, was mir persönlich wichtig ist in dem Sinn. Ich wünsche mir, dass all das, was ein Thema werden muss, das Evangelium nicht in den Hintergrund treten. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Dass das Evangelium dabei nicht irgendwo langsam Richtung Bäume verschwindet. Weil es für uns nur noch ein Thema gibt. Als Christ glaube ich nicht in erster Linie an Bauen oder nicht bauen, an Neubauen oder nicht Neubauen. Als Christ glaube ich in erster Linie an das Evangelium. Ich glaube an Gott. Ich glaube an den, der mich liebt und dich liebt und beschenkt und neu machen will. Und damit will ich sagen, der eigentliche Neubau, es geht tatsächlich um einen Neubau, aber der eigentliche Neubau, wo es darum geht, der muss gar nicht hier passieren, sondern in deinem und in meinem Herz. Das ist der eigentliche Neubau, wo es darum geht. Und über den müssen wir übrigens nicht abstimmen, das ist gebig, das ist gesetzt. Und das sollten wir nie vergessen. Das ist der eigentliche Neubau und das ist unser Hauptthema. Wenn wir dann also auch über das Gebäude diskutieren, und wir müssen ja das auch, logisch, und Entscheidungen treffen, dann reden wir streng genommen über eine Nebensache. Wir reden über eine Nebensache, etwas Zweitrangiges. Es ist nicht unwichtig, aber es ist zweitrangig. Weil es gibt eine Hauptsache und die Hauptsache ist ein anderer Neubau, das ist der in unseren Herzen und das ist die innere Qualität dieser Kirche. Um die geht es. Und das ist wichtiger als alles andere. Also die Frage, wer ist Jesus für uns, ist viel, viel wichtiger als alles andere. Und welche Art von Neubau möchte er in deinem und in meinem Herz aufrichten? Und das ist die Hauptsache und die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Dann kommt es gut, glaube ich. So, also. Es ist mir völlig klar, man müsste zu jedem von diesen Themen mehr sagen. Das ist eine Verkürzung. Und vielleicht hast du jetzt auch Zeug gehört, die ich gar nicht gemeint habe. Ist auch möglich. Aber es ist manchmal gut, wenn wir versuchen, etwas zu machen wie der Paulus, der also versucht, dem komplexen Evangelium das in eine ganz einfache Fassung zu bringen. Und manchmal müssen wir das auch eine Art so einfach einen roten Faden haben im Blick auf ein Thema und wie wir darüber denken. Und wenn dir jetzt meine nicht so gefallen, dann freue ich mich auf dein E-Mail und ich lade dich ein, dass du für dich eine eigene Variante definierst. Wenn das Evangelium das Zentrum ist von deinem Herz, wie sieht denn deine Einordnung aus? Und dann machen wir etwas Ähnliches wie der Paulus, der das grosse Evangelium in zwei einfache Sätze fasst. Ich möchte abschließen mit der Geschichte von Karl Barth. Wir haben also über die Praline vom Evangelium geredet und wie es uns prägen im Blick auf verschiedene Themen. Und was ich mir vor allem wünsche, ist, noch bevor es um das Bild geht, was ich mir vor allem wünsche, ist, dass das Evangelium dich in der nächsten Woche beschwingt, dass es dich neu erfüllt, dass es dir das gibt, was du da aufgeschrieben hast, wenn es etwas ist, wo Kraft hat, dich zu tragen und einen Schritt weiterzuführen. Ich wünsche mir, dass es dich zuversichtlich macht, dankbar macht, fröhlich macht, egal was nächste Woche aus in der Zeitung steht. Als Christen sind wir nämlich Hoffnungsmenschen und nicht Katastrophenverstärker. Manchmal sind aber Christen das, sind eine Art Katastrophenverstärker. Sie sehen dann noch mal ein bisschen schwärzer, als es sonst schon ist. Nein, wir sind Hoffnungsmenschen, weil wir Jesus und sein Evangelium in unserem Herzen tragen. Und er hat mit die dunklen Zeiten in eine Hoffnung gebracht zu Menschen. Und das macht mich so dankbar. Und jetzt zum Karl Barth. Das ist seine kirchliche Dogmatik. Wenn ich sie aufstellen würde, wäre es etwa so breit. Ich habe das bei uns am TDS in der Bibliothek kopiert. Über 10'000, nein, knapp 10'000 Seiten. Barbara hat die sicher alle gelesen. Ich auch nicht. In einem Buch habe ich mich mal ein bisschen vertieft. Wenn wir jetzt noch weiter zunehmen, was der Barth auch noch alles geschrieben hat, dann müssen wir das gerade noch mal zweimal erweitern. Unzählige Predigen, sehr gute übrigens, unzählige
Theologische Abhandlung zu allen möglichen Themen. Also der Mann hat es geschafft. Er gilt als einer der bedeutendsten Theologen der letzten 200 Jahre, wenn nicht sogar vielleicht der bedeutendste. Je älter das der Barth geworden ist, der Karl Barth, Schweizer übrigens, wer hat es erfunden? Je älter das er geworden ist, umso mehr hat er sich auf das einfache Evangelium zurückbesonnen. Und das ist in einer Episode ganz besonders schön zum Ausdruck gekommen. Karl Barth, 76, reist 1962 in die USA. Und er hat dort mit an verschiedenen Orten Vorträge, unter anderem vor Studierenden in Richmond, Virginia. Und dort fragt ihn ein Student, Mr. Barth, auf amerikanisch-englisch, welche von ihren theologischen Entdeckungen halten Sie für die wichtigste? Und der Barth hat nicht lange studiert, und hat auf Englisch geantwortet mit einem Liedvers. Und zwar aus einem Kinderlied. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir das. Und so viel hätte er investieren müssen, um am Schluss wieder neu zu verstehen, wie einfach es ist. Der Kern vom Evangelium. Da haben wir es. Das ist das Praline. Von unserem christlichen Glauben. Und das Praline möchte ich auch nächste Woche, und ich hoffe auch du, lass uns das nicht aus den Augen verlieren. Amen.